Auweia, verdammt lang ist es her, liebe Zocker und YouTuber, dass wir einen Blick in X4 reingeworfen haben. Wir können sogar genau sagen, wie lange es her ist, indem wir uns mal den alten Spielstand angucken hier. Das war vor, ja, Mitte 21, ja, vor fast 2 Jahren. Und das war zu Zeiten, als noch, lass mich mal kurz, ja genau, da gab es 2 DLCs, nämlich Split Vendetta und ich glaube Wiege der Menschheit. Das Habgier-DLC gab es da noch nicht, das habe ich mal dezent ausgelassen. Und jetzt gibt es ein niegelnagelneues DLC und da möchte ich natürlich nochmal richtig neu anfangen. Einfach damit ich alles mitnehmen kann. Nochmal ganz kurz für die alten Hasen, die das mitgekriegt haben. Was habe ich zuletzt gemacht? Ach komm, wir laden den Spielstand nochmal. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, bevor wir uns in den neuen stürzen. Ich möchte den alten nicht weiterspielen, weil ich mir da nicht sicher bin, ob da alles hundertprozentig mit den 2 neuen DLCs mitgenommen wurde. Aber ich zeige euch mal ganz kurz, wo ich stehen geblieben war. Ich war irgendwo in der Haupthandlung und hatte mir eigentlich schon eine relativ hübsche Station zusammengebastelt. Zeige euch mal ganz kurz. Ja, das neue DLC, Kingdom End, heißt die ganze Geschichte. Die dreht sich um, oder das dreht sich um die Boronen, also die Fischis, sagen wir mal. Die hübschen Fischis mit der sehr hohen Stimme. Wir haben ja einen Boronen als Questgeber oder als Hauptquestgeber in der Hauptquestreihe. Und daher kennen wir den ja ziemlich gut. Jetzt mit dem neuen DLC, Kingdom End, kann man sämtliche Schiffe, beziehungsweise den größten Teil der Schiffe und der Raumstation der Boronen bauen. Und das möchte ich dann natürlich auch ganz eiskalt machen. Das heißt, wirklich dann so voll auf die Boronen gehen. Und dann mal gucken, was es da so gibt. Jetzt ignorieren wir mal ganz kurz, dass wir hier angegriffen werden oder was wir hier gerade machen. Ich kann ja mal ganz kurz zeigen, was ich hier gerade tue. Ich sitze hier gerade mehr oder weniger auf so einem Cerberus drauf mit diesem Questschiff, was wir da haben. Der wird, glaube ich, gleich angegriffen. Ich zeige es euch mal ganz kurz, was wir hier haben. Und zwar hatten wir hier schon diese Raumstation gebaut, die man da quasi mehr oder weniger geschenkt kriegt. Hatten die auch schon ganz gut ausgebaut. Ich zeige es mal ganz kurz hier. Bin ich so ein bisschen auf Hightech gegangen und hatte hier diese ganzen Anbauten dran gebaut. Und die hat auch schon ganz gut produziert. Und ich habe mich da auch schon so mit einer kleinen Flotte, können wir mal ganz kurz gucken hier, mit einer ganz kleinen Flotte so arrangiert. Lass mal ganz kurz gucken, wo ist denn meine, mein Gott, lang ist's her. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Fraktionen und Beziehungen, nein, das wollten wir gar nicht. Ach so, in die Maps mussten wir natürlich gucken, um meine Besitztümer anzugehen, genau. Und da hatten wir hier den Cerberus mit meinem streitsüchtigen Nager. Da hatten wir so eine kleine Mini-Flotte hier mit ein paar Abfangjägern. Da hatten wir natürlich hier die verschiedenen Miner. Also, sagen wir mal so, ich hatte ein kleines Mini-Imperium, ja. Aber da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. Eventuell spiele ich das irgendwann mal weiter. Aber ich möchte mich jetzt natürlich hier mal richtig in die... Nein, jetzt nicht hier. Spiel beenden. Ich möchte mich natürlich jetzt hier richtig in das Boronen-DLC reinstürzen. Mal kurz warten, bis wir hier wieder im Hauptmenü sind. Und das Boronen-DLC hat natürlich auch eine ordentliche Story. Das ist nicht nur so, dass man dann die Boronen spielen kann oder die Schiffe von den Boronen spielen kann, sondern da hat sich ein neues Jumpgate geöffnet. Das ist ja schon fast ein Klassiker. Neue Jumpgates öffnen sich gerne mal. Und dann sind neue Sektoren dazugekommen und unter anderem natürlich die ganze Wirtschaft und die ganze Geschichte mit den Boronen. Und ich würde sagen, da setzen wir mal so ein bisschen an. Neues Spiel heißt natürlich hier... Sind Sie es leid, auf Shuttles ja, zu warten? Und zwar haben wir hier... Die Verbindung, die uns als interstellare Gemeinschaft zusammenhält, ist empfindlich, ja sogar brüchig. Nichts hat das mehr bewiesen als die Schließung des Sprungtors und die daraus resultierenden Unruhen. Als Bündnis der Worte bemühen wir uns, das Band zwischen den Völkern unserer Galaxie zu stärken. Und auch sie sollen ihren Teil dazu leisten. Ja, da habt ihr es gehört, ja. Also wir haben üblicherweise oder typischerweise 2 Startpunkte, wobei den einen können wir noch nicht starten, glaube ich. Da müssen mit wir der erfolgreichen Verbindung zum Sprungtor von Königstal. Genau, dafür müssen wir die Boronenhandlung abschließen. Unserer verlorenen Verwandten steht ja hier, schließe die Boronenhandlung ab. Eine große Kluft innerhalb unseres Volkes kann nun zu heilen beginnen. Aber unsere Systeme, die einst im Dunkeln trieben, sind nun auch mit der Gemeinschaft
der Planeten verbunden. Es müssen diplomatische Beziehungen zu deren Völkern, den Alten und den Neuen, aufgebaut werden. Für diese Aufgabe ruft ihre Königin sie, ihre Herolde, zu sich. Ja, also der zweite Spielstand, der ist schon etwas fortgeschritten. Man fängt auch gleich mit einem Kanonenschiff, das ist glaube ich ein M-Schiff, an. Kalmar, beziehungsweise ich glaube in Englisch heißt das Thresher, hat auch gleich ein Startkapital von 200.000. Spielt also für die Baronin, genau genommen einen weiblichen Baronen, beziehungsweise man kann natürlich auch, wenn man möchte, einen männlichen Baronen spielen. Aber wie gesagt, das ist noch verboten, das dürfen wir noch nicht. Hätte ich auch so ein bisschen mit gehadert, weil im Hintergrund sehen wir übrigens ein paar Baronenschiffe, ja. Hätte ich auch ein bisschen mit gehadert, weil ich möchte natürlich, wenn dann, Nigelnagel neu anfangen. Also, ja, also wir wählen natürlich hier die Enthüllung und da können wir den Argonen männlich nehmen oder was können wir denn noch nehmen? Gemeinschaft zusammenhält, ist empfindlich. Ja, bleiben wir mal bei den Argonen männlich. Hat das mehr bewiesen als die Schließung Teladi war nie so meins, Baranida auch nicht. Argonen. Ich will aber trotzdem natürlich bemühen wir uns, das Band hauptsächlich in Richtung der Baronen gehen. Ich werde mich also versuchen, möglichst viel von den Baronenschiffen und von den Baronenstationen mitzubekommen. Werde also so ein kleines bisschen als Baronenfreund agieren. So, dann würde ich mal sagen, Enthüllung, das spielen wir mal. Hier wird es nochmal angedeutet, die jüngste Serie von Sprungtor-Aktivierung hat große Teile des Netzwerks wieder verbunden, aber trotz der größten Anstrengung unserer Wissenschaftler nicht die einzigen sind, die daran arbeiten, eine Verbindung zu Ketzers Ursprung, achso, ja, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, eine Verbindung zu erzwingen. Und jetzt zeigt ein ruhendes Sprungtor in Ketzers Ursprung Anzeichen von bevorstehender Aktivität. Also das System, um das es geht, ist Ketzers Ursprung. Da schaltet sich quasi mehr oder weniger ein Sprungtor an und wir wollen da natürlich mal gucken gehen, was da Sache ist. Ich denke mal, da werden wir dann hingeschickt. Dass wir als Argone anfangen, naja, gucken wir mal. Standort Morgenstern 3, also nicht direkt in dem System. Ich würde sagen, wir legen los, bevor ich hier alles weitere zerquatsche. Los geht's! Während sich die Gemeinschaft der Planeten neu formiert und wieder zusammenfindet, bleibt die anhaltende Isolation unserer baronischen Verbündeten weiterhin mysteriös. Unser einziges Kommunikationsmittel sind unregelmäßige Botendrohnen, über die wir gerade wieder eine Nachricht aus Königsthal erhalten haben. Den Baronen geht es blendend und sie scheinen die Sprungtor-Technologie zu erforschen. Wir entsenden nun eine Forschungsexpedition, um weitere Nachforschungen anzustellen und sie wurden zur Teilnahme an unserem Vorhaben zugelassen. Also, augenscheinlich gehöre ich zur Forschungsexpedition. Plötzlich wurde mir bewusst, dass dieser winzige Erbse so schön und blau die Erde war. Ich hob meine Daumen und schloss ein Auge und mein Daumen löschte die Erde aus. Ich fühlte mich... so schnell kann ich nicht. Da bin ich mal gespannt. Ich bin ja eigentlich ehrlich gesagt... Okay, ich halte mal die Klappe. Ah, ob das schon Ketzers Ursprung? Nein. Gleiche System, Morgenstern. Kurs auf Ketzers Untergang. Bestätigt. Einige von ihnen sind neu bei unserer Expedition. Andere sind schon dabei, seit wir von Dreieinigkeit aufbrachen. Da wir uns nun unserem Ziel nähern, gestatten Sie mir eine kurze Einführung. Ich, Numan Kret, heiße Sie in meiner Eigenschaft als Kommandant dieser Expedition willkommen. In unserer Selbstgefälligkeit haben wir die Sprungtore wie ein ewiges Geschenk einer höheren Macht behandelt. Wir haben uns nicht genug Mühe gegeben, die Technologie zu verstehen. Auf diese Weise hat sich die Galaxie in diese prekäre Lage gebracht. Das Bündnis der Worte ist ein Zusammenschluss von Gelehrten und Wissenschaftlern, die sich zum Ziel gesetzt haben, durch Zusammenarbeit das Verständnis zu fördern. Vor einigen Monaten erreichte uns über das Botendrohnen-Netzwerk eine Nachricht der Baronin von Königsthal. Es scheint, als ob sie bei ihren Experimenten mit der Sprungtor-Technologie Fortschritte machen. Zunächst, das gebe ich zu, haben wir die Idee verworfen. So viele Wissenschaftler haben versucht, mit dem Sprungtor-Netzwerk zu interagieren und sind gescheitert. Aber jetzt zeigt das runde Sprungtor in Ketzers Untergang unregelmäßige, aber unbestreitbare Anzeichen von Aktivität. Dies mag mit den Experimenten der Baronen zu tun haben, oder auch nicht.
Aber die Zeitpunkte stimmen zu sehr überein, um es zu ignorieren. Wenn es den Boronen wirklich gelungen ist, das Sprungtor zu beeinflussen, sind die Konsequenzen mehr als bedeutsam. Aber lassen Sie uns nicht voreilig sein. Diese Expedition hatte die Aufgabe, die vielen Unbekannten dieser Situation zu klären. Wir könnten uns mit unseren boronischen Brüdern und Schwestern wiedervereinen. Genauso gut könnten wir jedoch auch eine Flotte von Zerstörern der Xenon willkommen heißen. An alle, wachsam bleiben. Ja, okay, also. Wir müssen sicher. Da kriege ich natürlich auch schon gleich den Auftrag, ja, ich soll eine Discoverer über, unten links steht's ja, übernimm Kontrolle, Discoverer Angreifer. Gucken wir mal. So, wo gehen wir hin? Können wir das mal hier irgendwie, warte mal. Können wir das mal irgendwie, so. So, wir wollen natürlich den Discoverer, da wollen wir hin. Gott, lang ist's her. Ewigkeiten nicht gespielt. So, jetzt habe ich mich schon reingeportet. Streitkräfte des Bündnisses in inaktives Sprungtor anschließen. Okay, machen wir. Discoverer, Angreifer. So, gucken wir es uns mal an. Erstmal abdocken. Ha! Fahrradfahren verlernt man nie. So, drücke und aktiviere. Achso, jetzt kriegen wir noch so ein bisschen das Tutorial um die Ohren gehauen. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Ist vielleicht ein bisschen laut. Machen wir mal ganz kurz ein bisschen leise hier. Einstellungen. So, Audio-Einstellungen, 80%, oh, sagen wir mal 50, oder? Ja, machen wir mal 50. So, dann slippen wir mal raus. Was haben wir denn hier für, was haben wir denn für ein schickes Trägerschiff hier? Dem fliegen wir offenbar gerade mit. Ja, ich lasse mich mal ein bisschen mitziehen. Gucken wir uns mal an, was wir hier gerade so fliegen. Moment. So, da sind wir. Sollen wir da durch? Ich glaube ja, ne? Was steht denn da unten? Den Streitkräften im inaktiven, am inaktiven Sprungtor an. Fliege zu Ketzers Ursprung. Ich nehme mal an, das ist Ketzers Ursprung. Unbekannter Sektor. Ja, unbekannter Sektor. Da fliegen wir mal durch. So, komm. Rinder. Zip. Erreiche System. Ketzers Untergang. So, jetzt können wir uns erstmal in Ruhe, das sind ja noch 300 Kilometer, in Ruhe angucken. Was fliegen wir hier? Wir fliegen der Discoverer. Mal gucken. Das ist die Discoverer. Das ist, glaube ich, ein mittelschwerer Jäger, falls ich mich da noch recht erinnern kann. Oder war es ein Aufklärer? Ich bin mir gar, ehrlich gesagt gar nicht sicher. Lang ist es her. Lass mal kurz gucken, was haben wir denn da für Bewaffnung? Wir haben zwei Pulslaser MK1, das dürfte relativ schwach sein, genau, okay. Und da sollen wir hin, den Streitkräften des Bündnisses am inaktiven Sprungtor anschließen, okay. Dann fliegen wir da mal hin. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wo wir gerade sind. Wir müssten in Ketzers Ursprung sein. Genau, wir sind in Ketzers Ursprung, wir haben noch nicht viel entdeckt hier, da sind wir wahrscheinlich gerade lang geflogen. So, und da ist, hier sind wir in Ketzers Ursprung und jetzt gucken wir uns dieses Sprungtor an, was die Boronen, ja, vielleicht aktiviert haben oder vielleicht auch nicht, das gucken wir mal. Zip. Mach mir ein bisschen Sorgen, dass ich so alleine bin. Was mich immer so bei X4 immer so ein bisschen abgehängt hat, waren die stellenweise langatmigen Phasen, wo man was gebaut. Bewohner von Ketzers Untergang, bitte evakuieren Sie sofort das bezeichnete Gebiet. Das klingt ja toll. Was geht hier vor sich? Sir, wir empfangen eine ungewöhnlich hohe Energiesignatur. Was haben die Boronen angestellt? Leerer Raum. Warte mal, das Ding kennen wir doch. Das, meine Güte, es hat funktioniert. Ich habe den Sprung geschafft. Haha, unglaublich, unglaublich. Entschuldigen Sie, Reisender. Haben Sie die Übertragung des Bündnisses gehört? Ja. Wissenschaftlichen Köpfe unserer Zeit zusammenzuarbeiten.
Ich bin Bozo Tan. Soweit ich weiß, bin ich der einzige Bewohner diesseits des Netzwerkschismas. Ich bin zurzeit auf der Suche nach einer persönlichen Assistenzkraft. Sollten Sie Interesse haben, kommen Sie doch gerne auf ein persönliches Gespräch vorbei. Sofern Sie die Zeit dazu haben, versteht sich. Also diese Station, da kennen wir, ne? Also das ist diese Station, die man in anderen Handlungssträngen natürlich dann geschenkt kriegt. Ich nehme an, die kriegen wir dann auch geschenkt, oder? Na, wir gucken mal. Auf jeden Fall will der Gute mit uns quasseln. Streitkräften der Bündnisse am inaktiven Sprungtor anschließen. Das sollen wir immer noch machen. Okay. Den Bozo Tan kennen wir natürlich auch mit seiner fiepsigen Stimme. Bin mal gespannt, wie sie das hier aufbauen. So, das müsste das inaktive Sprungtor sein. Da ist die... Können wir mal kurz anhalten, ja? Das da ist die, diese Raumstation, ne? Können wir kurz... Hier, ich nehme mal an, da kriegen wir später Zugriff drauf. Praktischerweise ist sie diesmal, die ist ja immer so ein bisschen an anderen Orten. Ja, die hat auch dasselbe Symbol. Ich denke mal, die kriegen wir dann. Das ist ja cool. Ich muss sagen, der Start gefällt mir. Am wenigsten haben wir die Split. Hier ist Split Vendetta, die beiden Starts gefallen. Oder ich glaube, das waren zwei, ne? Die waren mir ein bisschen zu aggressiv, zu holprig. Wiege der Menschheit, das war ganz cool. So, das ist das Sprungtor. Ich bin mal gespannt, was da passiert ist, was die Boronen da angestellt haben. Falls ich an der einen oder anderen Sache hänge, sowohl storymäßig, also loremäßig, als auch steuerungsmäßig, man möge es mir verzeihen, wie gesagt, das ist schon ein Weilchen her. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist wie Fahrradfahren. Ah, da ist die Expeditionstruppe. Ich halt mal an. Natürlich ist jeder willkommen, der Untersuchung beizuwohnen. Bleiben Sie aber bitte in sicherer Entfernung, bis die Risiken klarer sind. So viele Schiffe. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich hier sind. Bereit, Zeugen von etwas wahrhaft Historischem zu werden. Der terranische Geheimdienst wurde auf eine mögliche Sprungtoraktivität aufmerksam gemacht. Das Interventionskorps wurde angewiesen, eine Bedrohungsanalyse im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen auf Sol-Territorien vorzunehmen. Wir können die Sicherheit aller nur garantieren, solange die Expedition in der Nähe der Interventionsflotte bleibt. Wir raten jedoch allen, sich von unseren Feuerbögen fernzuhalten. Erstes kennst dort nur auf eine gewisse Aktivität hin. Wir müssen näher heran, um die Situation besser einschätzen zu können. Missionsspezialistin, nähern Sie sich der Gondel des Sprungtors und nehmen Sie Kontakt mit ihr auf, um einen direkten Datenstrom für unser Wissenschaftsteam an Bord zu initialisieren. Bestätigt. Nähern uns dem Sprungtor. Scanner aktiviert. Zugriff auf Gondel. Datenstrom ist initialisiert. Du knallst dagegen. Es sieht so aus, als ob... Sag ich doch. Rückzug. Energie steigt rapide. Kampfstationen. Vorbereiten zum Angreifen. Wen denn, aggressives Terraner-Pack? Nichts? Na dann... Interventionskorps, vorbereiten auf das Durchqueren. Die Expedition wird nicht auffolgen. Missionsspezialistin, bleiben Sie hier und richten Sie einen Außenposten ein, um die Koordinaten des Sprungtors vollständig auszulesen. Bin dabei, Sir. Gute Reise, ihr alle. Okay, die Terraner und die Expeditionsflotte fliegen durch das Tor. Oder wollen es zumindest. Was soll ich machen?
Das aktivierte Sprungtor. Ich fliege natürlich als Mitglied der Expeditionsflotte mit rein. Obwohl ich nicht weiß, wo es hinführt. Sehr schön. Gehen wir mal Schub hier. Ich weiß ja nicht, ob ich da als Erster rein sollte. Gefällt mir. Schöne Dynamik. Na gut, fliege ich mal als Erster rein. So, Waffen sind sicher. Bin nicht sonderlich schnell, aber... Na, mal gucken. Vielleicht sollte ich nicht meine Schilde komplett mit Boosten verbraseln. Ich gebe mal den Schilden ein bisschen Gelegenheit, wieder aufzutanken. So. Ich finde das so cool, dass Bosa auch da ist. Ich muss ja zugestehen, die Storylines in X4, die ist mir immer noch so ein kleines bisschen so ein Rätsel. So, wo sind wir? System. Wachsamer Blick. Vorläufige Scans deuten darauf hin, dass dieses System unbewohnt ist. Wie cool. Keine Anzeichen von Uronen oder irgendeiner anderen Art von Leben, biologisch oder künstlich. Das kann nicht stimmen. Sind Sie sicher, dass die Sensoren nicht defekt sind? Es ist so lange her. Ich dachte wirklich, heute wäre der Tag, an dem ich mich endlich wieder mit meinen Flossenverwandten treffen würde. Meine Flossenverwandten. Fassen Sie Mut, Borone im Exil. Sie könnten Ihrer Wiedervereinigung schon einen Schritt näher sein. Entdecker, wir brauchen eine detaillierte Kartierung des Systems. Die Aufgabe liegt in Ihren Händen. Hier gibt es viel zu lernen. Okay, erkunde neu wieder verbundenes System. Was heißt erkunde? Einfach mal in der Gegend rumfliegen oder was? Das ist Ketzers Ursprung und wir müssten da irgendwo sein, ne? Was verstehen die unter erkunde? Mal gucken. Wahrscheinlich einfach da in der Gegend herumfliegen, oder? Ja, ich vermute. Ich flieg mal einfach mal hier hin. Leitsystem zur Position. So, und dann hier. Achso, warte mal. Einfach mal. Ach so. Okay, machen wir. Na, dann gucken wir mal. Warte mal. So, wie war das jetzt mit dem Scannen? Warte mal, das haben wir auch schon wieder vergessen. Steuerungsmodus aktiv. Nein, das brauchen wir nicht. Vorläufige Daten haben einige Punkte von potenziellem Interesse identifiziert. Wo? Ach da. Bei dieser Entfernung haben wir Schwierigkeiten, genaue Positionen zu finden. Versuchen Sie, sie für uns zu lokalisieren. Ich lokalisiere. Auf aktiv setzen. Okay, die beiden sollen wir anfliegen. Welchen nehmen wir zuerst? Nehmen wir mal den hier. Ich hoffe, es ist nichts Feindliches. Sehen wir schon was? Nein, wir können noch nichts aufschalten mit der Außenkamera. Das alte Problem, dass man den schnellen Flug ausgeschaltet hat, wenn man auf das Radar gegangen ist. Sehen wir da irgendwas? Ich sehe nichts. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Nee. Wäre natürlich cool, wenn das hier alles unbewohnt ist, dann können wir hier richtig, kann man sich hier richtig ausmehren. Aber ich habe so den Verdacht, wir werden hier nicht alleine sein.
Ja, da ist doch schon was, oder? Nee. Das hier oben, was ist das? Ich würde sagen, das ist eine Stär. Ja, da ist irgendwas. So, wollen wir uns das mal angucken? Unbekanntes Objekt. Aha, aha. Okay, lass mal in die... Ah, geht in der Außenansicht nicht. Okay, dann fliegen wir mal hin. Gucken uns die Geschichte mal an. Sieht aus wie eine Fabrik. Verfallenes Schiff. Oh. Okay, das gucken wir uns... Erkunde verfallenes Schiff, machen wir. Meine Güte, könnte das... Heilige Dreidimensionalität, ein moronisches Schiff. Mein Instinkt sagt mir, dass wir uns das genauer ansehen sollten. Meiner auch, definitiv. Gib mir das. Scheint ein großer Pott zu sein. So, ob wir da irgendwo reinfliegen müssen mit dem Raumanzug? Ich vermute ja fast ja. Die boronischen Schiffe sind ja, wer so ein bisschen schon die Trailer sich angeguckt hat, die sind ja sehr organisch. Oh, Entschuldigung. Falscher Knopf. Triggerfänger. Die Sensoren ihres Schiffes registrieren eine schwache Energiesignatur. Wo? Ah. Okay, dann gucken wir uns diese Energiesignatur natürlich mal an, mein Freund. Assistent, ich denke, Sie sollten sich passend anziehen und nachforschen. Ich gebe dir gleich Assistent. So, gehe zum Aufzug und interagiere mit der Schall... Ja, aber wo soll ich denn dann hin? Haben wir da schon mal ein Ziel, wo wir da... Okay, machen wir das, was er uns sagt. Discoverer, Angreifer. Schwupps. Gehen wir mal da raus. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts. Cockpit, ja. Raumanzug benutzen. Wo ist mein Mauszeiger? Da. Versuchen Sie, die Konsole zu reparieren, um Zugang zu erhalten. Welche Konsole? Ich sehe noch gar keine. Ja, weil die Boronen natürlich so fischartig sind. Es scheint mir auf der anderen Seite vom Schiff zu sein, oder? Das muss ein Riesenpott sein. Mann, jetzt hör doch mal auf. Falscher Knopf. Müssen wir da reinfliegen? Oder, ja, ich glaube hier so um die Ecke. Gut aus. Wir gucken mal ganz kurz nach. Reparaturlaser. Ja, was anderes haben wir gerade sowieso nicht dabei. So, ich glaube, wir müssen hier... Wir müssen ihm ein bisschen unters Röckchen fliegen. Kann das sein? Ja, das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. So, und einmal reparieren. Sollen wir da jetzt rein? Vermutlich. Oh, guck mal, da ist eine Kiste, oder? Ist das eine Kiste? Anhalten. Ja. Unvollständig. Aber es scheint, dass dies eine Art Außenposten war. Es gibt Anzeichen für einen Angriff aus mehreren Richtungen. Es scheint, als ob die Betreiber nur wenig oder gar keine Zeit zur Reaktion gehabt haben dürften. Wie frustrierend seltsam. Ich
werde dies alles an unseren geschätzten Expeditionsleiter weitergeben. Vielleicht kann er mehr Hinweise sammeln. Ich habe allerdings meine Zweifel. Okay. Soll ich da weiter rein? Ich nehme mal... Nur mein Karatze? Unser Team bestätigt, dass das Tor von Ketzers Untergang tatsächlich die Koordinaten für das Königszeitsystem enthält. Der Zeitpunkt kann kein Zufall sein, oder? Kurz nachdem wir die Nachricht von den Büros erhalten haben? Ist es möglich, dass ihre Experimente irgendwie mit der Reinitialisierung des Sprungtors zu tun hatten? Koordinaten und Zeitpunkt sind relevant, aber nicht schlüssig. Tatsache ist, dass dies definitiv nicht Königsthal ist. Interstellare Botendrohnen sind nicht die schnellste Form der Kommunikation. Wir wissen nicht, was auf der Seite der Boronen seit ihrer letzten Nachricht geschehen ist. Theoretisch ist eine Verbindung zwischen den beiden Toren möglich, aber das ist eben nur eine Theorie. Es könnte durchaus sein, dass die Systeme in der fernen Vergangenheit miteinander verbunden waren. Ja, leider bedeutet eine theoretische Kompatibilität an sich nicht viel. Wenn es einfach wäre, diese Sprungtore zu aktivieren oder umzuprogrammieren, hätte ich diese Herausforderung sicher schon längst gemeistert. Der Split hat Ihnen nicht gerade die Wahl über Ihren Forschungsschwerpunkt gelassen. Könnten das die Boronen sein? Könnten sie wirklich Sprungtortechnologie entschlüsselt haben? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Zu diesem Zeitpunkt wäre jede weitere Hypothese reine Spekulation. Solange wir keine weiteren Beweise haben, halten Sie Ihre Ideen bitte aus der allgemeinen Kommunikation heraus. Wenn Sie Ihre Theorien näher erläutern müssen, können Sie sie gerne schriftlich festhalten. Also nichts Genaues weiß man nicht. Wir brauchen immer noch eine Undock-Erlaubnis. Undock-Erlaubnis erteilt. Ah, jetzt schauen wir sie. Da müssen wir hin. So, hinein. Also, was wissen wir bisher? Das Ding hier ist ein Boronenschiff, wurde angegriffen und zwar recht überraschend. Ja, wir fliegen. Was war das? Raum. Weiter geht's, Schüssi Boronenschiff. Zip. Da bleibt's hinter uns zurück, jawohl. So ein Ding will ich natürlich mal haben. Die Boronenschiffe sollen sich, auch das weiß ich natürlich nur vom Hören sagen, durch relativ gute Schilde auszeichnen und andererseits auch relativ gut darauf ausgelegt sein, Schilde zu knacken. Also sagen wir mal, alles dreht sich so ein bisschen um die Schildtechnologie. Aber das ist auch nur so eine Sache, die weiß ich vom Hören sagen. Da müssen wir mal gucken. So, da soll noch irgendwas sein. Ah, da, ich sehe es schon. Da ist irgendwas. Hier ist so ein... Ne, das ist nur ein Asteroid, oder? Sieht mir nur nach einem Asteroid aus. Asteroid. Es ist nur... Moment mal. Ich glaube, ich empfange gerade... Ja? Oh nein, vergessen Sie das. Hier gibt es nichts Interessantes. Die besonderen Bedingungen dieses Systems machen es recht mühsam, genaue Messwerte zu erhalten. Erkunde. Okay. Neu wiedererkunde System. Nari, warte mal, haben wir noch irgendwelche Punkte, wo wir hin sollen? Nein, ne? Was ist. Enzyklopädie, nee, wachsamer Blick, nee, da ist nichts. Okay, dann fliege ich einfach mal so auf gut Glück los. So. Entdecker, Sie haben ein nicht identifiziertes Schiff auf Abfangkurs. Wo? Dies ist unser erster Kontakt in dem neu eröffneten Sprungtornetzwerk. Wir haben keine Ahnung, wer die sind oder was sie vorhaben. Untersuchen Sie es und nehmen Sie Kontakt auf, wenn möglich. Aber bleiben Sie wachsam. Du meine Güte, Aliens! Aliens! Keine Angst. Ich werde sogleich meine Waffen deaktivieren. Ist das ein Borone? Seien Sie gegrüßt. Ich freue mich so sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sieht so anders aus. Unglaublich. Endlich haben wir Kontakt zu unseren aquatischen Verbündeten. Bosotar, empfangen Sie das hier. Das sind Boronen. Das ist nur gerade
Was sagten Sie? Ein Barone! Wirklich und wahrhaftig! Ein lebender, schwimmfähiger Barone! Täuschen mich meine okulären Sinnesorgane? Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin Boso Ta und kann mich kaum an ein anderes boronisches Gesicht erinnern. So lange bin ich schon von meinem Volk getrennt. Ich könnte ein ganzes Jahr damit verbringen, Ihnen Fragen zu stellen. Würden Sie sich bitte erbarmen, Ihre Zeit mit mir zu teilen? Müsste der hier sein, ne? Ich bin Mati, eine außergewöhnliche Abenteurerin. Ich wäre entzückt, Zeit mit Ihnen zu verbringen. Als ernannter Delegierter des Bündnisses der Worte, gestatten Sie mir, dass ich Sie und Ihr Volk grüße. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mirati. Ich bin zwar nicht in offizieller Funktion tätig, aber es ist großartig, tatsächliche Personen von jenseits des nicht verbundenen Sprungtores zu sehen. Wie sind Sie hierher gekommen? Hat sich ein Sprungtor wieder geöffnet? Sind wir wieder verbunden? Oh, ich wusste, dass es irgendwann passieren musste. Welch frohe Kunde! In der Tat, eine denkwürdige Nachricht. Auch wenn es uns keineswegs klar ist, wie es dazu gekommen ist. Es gab Spekulationen, dass die Boronen eine Reinitialisierung des Sprungtors ausgelöst haben. Nachrichten von ihren Wissenschaftlern deuteten darauf hin, dass sie an einer solchen Aufgabe arbeiteten. Bitte, können Sie uns den Weg nach Königsthal weisen? Sie stehen in Kontakt mit Königsthal? Das sind ja fabelhafte Neuigkeiten. Es ist Jahrzehnte her, dass wir abgeschnitten wurden. In all dieser Zeit haben wir nichts von dort gehört. Die Trennung der Verbindung mit Nishala war für uns alle unbeschreiblich schmerzlich. Mein System befindet sich in tiefem Aufruhr. Ich... Nach all den Jahren einen Boronen zu treffen, ist eine unbändige Freude. Aber festzustellen, dass auch Sie von der Heimatwelt abgeschnitten sind, ist ein Jammer. Mehr als Sie ahnen, Boso Ta. Wir alle haben diesen Verlust sehr betrauert. Aber wie regieren Sie sich ohne Zugang zu Königsthal, Ihrer Königin und dem Parlament? Nach der Trennung gab es eine Zeit des Chaos, bis ein königlicher Vogt ernannt wurde. Ich habe mit ihm zu tun gehabt. Es wäre mir ein Vergnügen und eine Freude, Sie einander vorzustellen. Wir müssen uns sputen. Es gibt viel mit Ihrer Führung zu besprechen. Folgt mir, ihr Kavalkade neugieriger Kreaturen. Wir folgen, juhu. Eine komische Gesellschaft, die nicht von einer Königin geführt wird? Das ist etwas schwer vorstellbar. So, dem sollen wir folgen. In der Tat, Boso Ta. Moment. Aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus verstehen Sie den Schmerz der Trennung. Ich bezweifle, dass andere Spezies die biologische Tiefe unserer harmonischen gesellschaftlichen Verflechtung zu schätzen wissen. Es war schlimmer, als es nun ist. Früher war es so, dass alle unsere Systeme isoliert waren. Getrennt, nicht nur von Königsthal, der Königin und der Heimatwelt Nishala, sondern auch voneinander. Glücklicherweise haben sich mehrere unserer Systeme schließlich wieder miteinander verbunden. Aber keines davon erhielt eine Nachricht aus der Heimat. Eine Reorganisation wurde notwendig. Die treibenden Provinzen, wie wir uns selbst bezeichnen, waren immer nur als vorübergehende Einrichtung gedacht. Aber unter dem königlichen Vogt haben sie sich zu einem umfassenden Regierungsorgan entwickelt. Doch einige von uns haben Königsthal nie verloren gegeben. Ihre Kommunikation mit der Heimatwelt ist in höchstem Maße bedeutsam. Keine Seele in diesen Systemen hat je einen Beweis dafür gefunden, dass Königsthal überhaupt noch existiert. Tja, und weiter geht's beim nächsten Mal. Die Story ist so spannend, ich habe fast die Aufnahmezeit aus den Augen verloren. Tschüssi!